Naja. Ja, Windows 10. Kollege Schmidt, also Lehrer Schmidt, hatte mich daran erinnert. Wir haben damals behandelt, Fläche unregelmäßiger Dreiecke berechnen. Also nicht so, wie wir es hier kennen, so A ist G mal H durch 2 und dann geht das. Nebenbei, Leute, ich füge hier immer Links hier oben an, geht mit dem Daumen oder mit dem Cursor da einfach drüber. Dann kann man diese Videos mal angucken, um sich weiterzubilden, beziehungsweise, ja, um einfach noch was sich zu informieren. Und dieses Video wartet hier. Also darum geht das nicht. Ne? Ich kenne keine Grundseite und keine Höhe eines Dreiecks, sondern ich habe alle drei Seiten gegeben und alles ist schiefwinklig und herrje, was tun? Ich habe hier mal ein Beispiel genommen, 3 Meter, 6 Meter, 5 Meter. Nicht zu verwechseln mit dieser 3-4-5-Regel, also wenn es um pythagoreische Dreiecke geht. Och, ich werde dann auch noch den Link nochmal hier oben anfügen. Könnt ihr nochmal gucken, kann man auch ganz einfach mitrechnen und wie das funktioniert. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern mit so einem schiefen Ding. Und da hat sich Heron von Alexandria einen Satz, also besser gesagt eine Formel entwickelt, eigentlich zwei Formeln. Einmal hat er gesagt, ich nehme den halben Umfang, a plus b plus c, und das durch 2. Und für dieses Beispiel wäre a plus b plus c 14 Meter durch 2 Meter sind 7 Meter. Und dann hat er diese Formel hier angesetzt. Die sieht doof aus, macht aber nichts. Wenn man ganz stur bleibt, ich zeige gleich, wie das hier geht, wenn man ganz stur bleibt, die Formel sich abschreibt, damit man die Übersicht behält. Was man hinschreibt, kann man sehen. Alles, was nicht dasteht, kann man nicht sehen. Dann kann man für dieses S, also was ich, diese 7 Meter, dieses S, das taucht hier jedes Mal auf, kann ich das in aller Ruhe einsetzen und Wurzel ziehen. Das können wir ja mittlerweile sowieso. Gut. Also, dann schreibe ich als nächste Zeile wieder A eines Dreiecks und dann statt S setze ich die 7 Meter ein, Klammer auf, die 7 Meter minus A, das waren 3 Meter und so weiter und so fort. Ruhig hinschreiben. Wenn ich hier versuche, mit dem Taschenrechner loszulegen, kann ich euch garantieren, es geht schief, man vertippt sich, es haut nicht hin. Dann schreibe ich lieber noch eine Zeile mehr. Die 7 Meter, die lasse ich hier und 7 minus 3 ist 4 und 7 minus 6 ist 1 und 7 minus 5 ist 2 Meter und 7 mal 4 mal 1 mal 2 sind 56, Achtung, Meter mal Meter mal Meter mal Meter, heißt Meter hoch 4. Ist aber nicht schlimm, wenn ich daraus die Wurzel ziehe, habe ich eh wieder Quadratmeter. Und die Wurzel, die tippe ich in den Taschenrechner ein, das wäre ein bisschen zu doll. Nebenbei auch hier mal einen Link, wie man mit Potenzen und solchen Sachen umgeht, falls euch das nicht mehr geläufig ist. Ja, und dann habe ich das raus. So einfach geht's. Noch was. Wenn ich unregelmäßige Vierecke errechnen will, also total windschiefe Dinger, da werde ich zum Schluss auch noch einen Link anfügen, damit das dann klar ist. Ja, ich glaube, das war's. Viel kann man hier nicht sagen. Lasst einen Daumen oder lasst es sein. Mir soll's egal sein. Hauptsache, es hat euch geholfen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.